Hallo und willkommen zurück zu God of War hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefällt, hinterlasst doch eine Bewertung und wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Und jetzt bewegen wir uns endlich vom Fleck. Ja. Yeah. So, also beim letzten Mal sind wir hier runtergeklettert. Ich will aber mehr 500 Meter in diese Richtung zu... Das war unser Ziel. Entschuldigung, ich habe es komplett vergessen. Zum Laden. So wieder. Nein, nicht zum Laden. Unser Ziel ist 500 Meter in diese Richtung. Auf dem Berg wollen wir. Ah, natürlich. Und wir haben das hier entdeckt, weil wir auf dem Weg zum Berg unser Ziel aus den Augen verloren haben. Aber das ist ja kein Problem. Wir gehen einfach weiter hoch. Und... sehen uns dann, wenn wir oben sind, natürlich. Bis dann. Oder so. Dumme Lache. Tut mir voll leid, dass ich so dumm lache oder was auch immer. Hier haben wir das letzte Mal gegen den Troll gekämpft. Und jetzt kämpfen wir gegen komische Zombies. Das sah cool aus. Bisschen Abstand und jetzt die Steuerung wieder ein bisschen üben mit diesen kleinen Gegnern hier. Oh Gott, ein Kopf, der ist weg. Hui. Okay, ja, ein bisschen kleine Gegner zermürben. Was hinter mir? Ah, da. Entschuldigung, ich war nicht ganz hundertprozentig konzentriert auf euch. Tut mir furchtbar leid, aber irgendwie muss das halt sein. Ich kann kurz Pause drücken, um zu schauen, ob ich überhaupt laut genug bin. Ja, so. Ich glaube, ja, ich bin laut genug. Sonst gehe ich ein bisschen näher ans Mikrofon ran, aber ich glaube wirklich, es passt schon. Zurück. Ach, hell. Nee, wir wollen nicht nach Hel, wir wollen nach Jütenheim, zu den Riesen. Wenn du die ganze Zeit wüsstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jütenheim gelangen will oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Ach, Atreus, langsam nervst du schon ein bisschen. Ist ein bisschen, wie sagt man? Dingsbumskirchen. Wo? Ich hab doch da so einen komischen Kristall gesehen. Mutter meinte immer, alle Götter sind böse, aber wir sind es nicht. Tiere war es nicht. Von unten. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Also, der kleine Junge Atreus ist langsam ein bisschen sehr übermütig. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. So, jetzt erstmal looten wir diese leckere Truhe. Ja. Truhe looten und Schätze bekommen, wie zum Beispiel ein bisschen Stahl. Das hier will ich nicht. Muss ich hier irgendwie hoch? Ah, hier. Komplett blind unterwegs bin ich hier. Und den Weg habe ich auch schon vergessen, wie man hoch auf den Gipfel kommt. Aber das wird schon gut kommen. Ja, noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Gut gemacht, Kratos. Und nun öffne das Tor. Uns und schau nach, was sich dahinter verbirgt. Der leckere Hirsch, ja, und der Bruder von dem einen Sohn von Thor. Mich für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Ja, das bist du. Du bist abgehauen. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um.
alles am Ende. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Eieiei. Mühsamer. Was tust du da? Dude. Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen Tschüss. Meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Auf Wiedersehen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Er hat so viele Götter getötet. Deine Zunge. Verstanden. Von mir aus. Ei, Atreus. Es tut dir nicht gut zu wissen, dass du ein Gott bist. Oh, Junge. Es tut ihm einfach nicht gut. Zum Glück hat er jetzt aber diese Fähigkeit, für diese Wand hier aufzusprengen. Ansonsten müsste ich wieder alles außenrum laufen. Rennen und bumm. Nee, wohin geht ihr? Ich möchte euch tot sehen. Meine lieben kleinen Hunde. Oder was ihr auch seid. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wurmhunde? Noch ein bisschen. Ja. Ey. Nein, nicht in der Erde. Oh, tschüss. Der hat mich angespuckt. Er hat den Tod verdient. Wo ist er? Also hier hat er hingespuckt, aber wo ist er? Da. Zack. Und bye. Und jetzt. Werde nicht übermütig. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut. Ich habe was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst. Weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Also ich muss schon sagen, Atreus ist langsam ein bisschen nerviger geworden. So mit der Zeit. Er hat wirklich so... jetzt zu arrogant ist für das, was er ist. Klar, er ist ein Gott, aber oder beziehungsweise der Sohn eines Gottes, aber er ist einfach sehr arrogant unterwegs momentan. Hoffe, das bessert sich noch so in der Verlauf des restlichen Geschichtsgeschehens. Hier waren wir schon, ja. Aber wie kommen wir rauf? Oh, meinst du mich? Dachte, dir gefällt mein Ton nicht. Was muss ich denn mal? R2. Hier? Nee, ein bisschen weiter unten. Da. Noch mehr unten? Nein. Da. Noch einer? Komm schon, ich weiß, hier ist nur noch einer. Es sind 3 Stück. Ja, oh, noch weiter unten. Da, nee. Da! Hm? Einer da und
Dann einer hier. Und dann einer da. Und wir haben alle Runen. Punkte meine ich, nicht Runen. Aber alle Punkte für diese Rune zu öffnen. Ist das jetzt ein Weg für weiter oder? Ja, aber das ist eine weitere Valkyrie. Vermute ich jetzt mal. Verborgene Kammer von Odin. Da wird sich vermutlich eine weitere Valkyrie verstecken. Die werden wir vermutlich einmal probieren. Und zwar mit diesen Klingen hier natürlich. Zack, 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 zack. So. Ja, eine weitere Valkyrie. Komm schon, lass mich hin. Ich möchte diese Valkyrie probieren. Lass mich. Bitte spiele. Ja, hier kann ich wegreisen, falls gewollt. Noch ein bisschen looten. Schon alleine das ist sehr, sehr von Nutzen. Was bekommen wir hier? Wappen der Beharrlichkeit, okay. Und noch Heilung. Was ist denn das für eine Valkyrie hier? Wenn wir hier gerade so sind. Denk nach, bevor du handelst. Sind wir bereit für einen so mächtigen Gegner? Also ich bin es. Ja, ich auch. Falls das von Belang. Hört auf zu reden. Ich möchte gerade kurz die Krähe da oben eliminieren. Oh oh. Oh 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 oh, der hat mir mit fast einem Schlag die Hälfte meines Lebens eliminiert. Ah! Oh oh, ich bin tot! Schon fast. Also ja, der geht jetzt noch kurz was in seinen Stein, aber eigentlich so gesehen könnte man sagen, ich bin tot. Oh ja, ich bin wirklich komplett tot. Okay, später dran, diese Valkyrie. Der Eiste nützt nichts, da wird man nicht besser beim Kämpfen. Tut mir leid. Also, wir gehen mal zurück. Oh, da ist noch eine Truhe, die können wir noch looten. Und dort ist auch noch Loot, was mich freut. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, ansonsten mache ich das Ganze dann privat im Nachhinein. Aber wir gehen jetzt immer wieder hoch. Über den Fahrstuhl. Oh, und haben immerhin ein Versteck gefunden an einer Stelle, wo wir schon einmal waren. Was mich freut, dass wir das gefunden haben. Einen bestimmten Zauber, sag ich jetzt mal. Und das war ein Fehler für meine Ohren, dass ich mich jetzt doppelt höre. Denn das verwirrt mich nur. So ist es besser. Noch ein bisschen Heilung. Da kannst du was bewirken vielleicht. Oder auch nicht, okay. Ist hier. Auch nicht. Dafür hier. Vielleicht eine weitere Kiste. Also, ja, hier ist auf jeden Fall Loot. Eine Tasse. Ein Becher, okay. Und was... Das erleuchtet diesen Ort. Ah, hier ist eine Truhe. Gut. Ich denke mal, mehr ist hier nicht. Außer dieses Stahlstückes. Eigentlich sieht es fast so aus, als könnte man hier hochklettern. Ah, Entschuldigung. Da muss ich gähnen. Ist hier was?
Oder ist hier gar nichts? Oder komme ich von hier? Mann, ich bin komplett verwirrt. Tut mir furchtbar leid. Da komme ich vermutlich her. Aber ich gehe trotzdem mal hier hin. Da ist eine Truhe hinter versteckt. Komme ich denn vorhin hier dahin? Ja. Ah, da war ich schon, aber... Warum läuten die denn noch so stark? Das ist ja pure Verwirrung. Was soll das? Das ist irreführende Wegleitung. Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht finden wir noch was, was für uns nützlich ist, beziehungsweise wir entdecken, dass wir hier vorhin schon hochgeklettert sind. Also es ist gar nichts Nützliches hier. Es ist nur eine Wiederholung des Weges, der wir vorhin bereits gegangen sind. Oh, ich Dummerchen. Egal. Wir rennen mal Richtung Hand. In dieser Richtung. Gucken kurz hier unten noch hin, ob da noch was versteckt ist. Aber ich denke mal, dass hier nichts mehr versteckt oder so sein könnte. So. Kann ich hier hoch? Ja. Da versteckt sich jemand. Und da ist eine Truhe, die von keines Weges her zugänglich ist. Okay. Oh, ich sehe von wo? Da. Von hier. Natürlich. Versteckte Wände. Auf zum Schatz. Ich hoffe, es kommt keine Spinne entgegen. Aber ich meine nur auf zum Schatz. Allgemein. Ein bisschen Silber. Heilung. Da war doch noch was sonst. Nee, da ist nichts mehr. Erhellen wir die Gegend. Und nun, was bekommen wir aus dieser Truhe? Eine Rune? Nee, noch mehr Stahl. Okay. Dann halt. Ja, hier ist eine lette Falle. Aber meine Müdigkeit wird leider nicht verloren durch diese Falle. Aber mit dir würde ich gerne mal kurz sprechen. Was ist mit euch beiden los? So zugeknöpft und finster. Als hättet ihr endlich bemerkt, wie es hier stinkt. Oh, keine Angst. Die brüllen sich bestimmt jeden Moment wieder gegenseitig an. Gut. Dann genießt dein Schweigen. Wir werden uns nicht gegenseitig anbrüllen. Wir werden vermutlich dich anbrüllen. Du musst's nur sagen, Kleiner. Weil wir zu wenig Items haben. Na gut, auf Wiedersehen. Ich zertrümmer dir lieber nichts. Nein. Auf Wiedersehen, Brock. Wir gehen weiter. Und zwar dank dieser Falle. Darf nicht zurück. Warum durfte ich nicht mehr zurücklaufen? Dumme Falle. Ich hab das letzte Mal gesehen. Okay, das habe ich gesehen, aber weiter zurück geht nicht. Gut. Kann ich das öffnen? Nein. Hat es hier irgendwo eine versteckte Tür oder irgendetwas, wo ich kaputt schlagen könnte oder drüber klettern kann? Ja, hier. Aber das ist nicht der Weg. Okay. Hier kann ich hochklettern. Okay. Cool. Aber das ist nicht mein Weg. Das ist nur der Weg zu dieser Truhe. Das ist nichts, was
mir weiterhilft. Da habe ich noch eine Kette gesehen. Aber keine Ahnung, wohin das diese führt. Hier, diese. Kann ich da, ich kann nichts daran machen, oder? Nein. Dafür kann ich dies hier öffnen. Keine Ahnung, ob ich hier schon mal war. Ich habe manchmal ein Gedächtnis einer Fliege. Aber ich glaube, ja, hier war ich schon mal. Das ist nur eine Öffnung für die Abkürzung. Da man hier von da drüben gekommen ist. Gehen wir mal hier rüber und schauen uns gründlich um. Beziehungsweise gründlicher als zuvor. Denn wir fallen in dieses Loch und bemerken, dass hier die Truhe ist, die wir vorhin beobachtet haben. Und gleichzeitig ein bisschen Stahl. Sehr, sehr, sehr schön und perfekt. Aber nicht perfekt genug. Hier können wir noch hochklettern. Und uns umschauen. Da waren wir. Hier ist nichts Besonderes. Kann ich nur erhellen. Erleuchten wäre nicht. Und hier ist irgendwo ein Gegner. Ich höre das. Dort drüben vielleicht. Schauen wir nachher hin. Da ist gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Komm schon, kletter hoch. Dankeschön. Da auch. Okay, hier war ich bereits. Sehr schön. Dann bin ich nicht ganz so verrückt, wie ich gedacht habe. Nun, kann ich dieses Tor öffnen? Okay, der ist weg. Aber nicht für lange. Warum kann ich ihn nicht angreifen? Wo ist der Brokkoli-Gegner? Oh, er ist tot. Bisschen Silber und Stahl und Schuppen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Okay, hier ist gar nichts. Wir haben den Loot erwischt und alles, was dazugehört. Und gehen nun weiter. Richtung Gipfel. Die Müdigkeit ist mit uns. Ich weiß noch nicht, ob ich da rechts hinkomme oder nicht. Ah ja, doch komme ich. Beziehungsweise komme ich nicht. Aber ich habe eine Idee, da wir ja schon mal hier waren. Und glaube ich, hier drüben ist das Rad zum Drehen. Komm, Junge. Zwar nicht hier. Aber hier ist was, was ich noch nicht gesehen habe. ein bisschen Licht. Hier war ich noch nicht. Sehr cool war ich hier noch nicht. Das ist was Neues. Noch mehr Stahl. Da ist nichts. Dann gehen wir hier wieder zurück. Warum war ich das letzte Mal so nicht vorsichtig. Zerstört. Oh. Selbst wenn wir den Wagen nach oben nehmen, die nächste Plattform ging beim Kampf kaputt. Schon vergessen? Ja. Wir haben gegen Drachen gekämpft. Damit hat in die Richtung. Was sollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ja, vielleicht kommen sie noch in den Sinn, was ich sagen wollte. Aber zum Glück haben wir die Klingen für diese Pflanzen hier. Somit können wir diesen Fahrstuhl hier betätigen. Und der Controller fällt zu Boden. Oh. Hilfe. So, jetzt. Ich habe ihn eigentlich nur auf mein Bein gelegt, aber er ist daneben runtergerutscht. Du musst mich Dinge lehren. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen?
Was? Welche? Feuerklingen? Zu verstecken. Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du ihn damit getötet? Es hat sehr große Konsequenzen. Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Hör auf, Fragen zu stellen. Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Gratuliere. Genau, als ob du nichts mehr dazulernen musst. Man lernt immer noch. Egal, wie alt man ist, wie alt man wird, man lernt jeden Tag was Neues. Checkst du's? Weißt du zum Beispiel, dass du Helm tragen musst auf einer Baustelle oder so, hä? Zum Beispiel, das hättest du jetzt heute gelernt. Oder, keine Ahnung, man bekämpft einen Drachen. Da lernst du dann auch erst beim ersten Mal bekämpfen, wie und wo man ihn bezwingen kann. Was seine Schwachsinn sind, das erkennst du nicht von Anfang an. Aber ja, der tut so, als würde er alles kennen und das vom ersten Schritt an. Machen wir kurz so. Au, Feuer! Hier könnt ihr Feuer zurückhaben. Ein bisschen kaputt schlagen. Schadet nie. Kurz mal hier hoch. Ein bisschen probieren. Und zack. Bye bye. Kopf AD. Der ist ein bisschen nahe unkomfortabel. Herr Dude. So, mein Junge. Bitte sei nicht so arrogant. Und kletter in dieses Loch. Und werfe mir ein Seil runter. Okay, das ist explodiert. Ich komme zu dir hoch, mein Junge. Und schau kurz nach, was du mir zu bieten hast. Ein bisschen Heilung, das ist gut. Was ist denn sonst noch hier oben? Eine Rune. Das ist eine Geschichte, eine Rune. Da, Atreus, bitte. Sag mir, was ich habe bedeutet. Entschuldigung. Steht. Wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kostprobe? Oh, Mann. Atreus. Dann Nachtmar bezwingen und jetzt dich noch bezwingen oder so. Geht das? Oh, schade. Oh, es hat ihm Schaden. Oh Gott. Das war nicht geplant. Dafür das da hier. Zack, und jetzt bitte auf den Kopf. Schön zerschmettern! Mit roher Gewalt einfach reinhämmern, sodass er dann auch stirbt. Bye! Gut! Bye!